Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Giveaway. Ich habe euch ja gefragt, was wir ranholen sollen. Und ihr habt gesagt, ja, Knife ist schon cool, aber viele Sachen sind auch cool. Guckt mal hier. Da haben die Barönchen wieder richtig dick rausgehauen. Schaut euch jetzt an. Ein sehr geiles Knife, ja? Ich würde sagen, sogar eines der hübschesten, die wir bis jetzt hatten. Das ist ein Gut-Knife-Doppler-Phase. Hast du nicht gesehen? Zwei. Ja, und des Weiteren noch den leckeren Kram hier oben. Guck mal da, eine schöne Cyrex, immer wieder gern genommen. Eine Water Elemental, dachte ich mir, können wir auch mal raushauen. Und eine leckere, Dingens. Also die Waffen, die ihr hier alle seht, hier oben, die sind alle jetzt für die Giveaways wieder reingekommen. Guck mal da, eine Dezimator. Lecker. Eine Cyrex und eine Nightmare. Ein riesen Dankeschön an Skin Baron, denn von denen kommt es, wie ich es eben schon erwähnt habe. Das war jetzt auch mehr oder weniger so eine Extra-Lieferung, so als kleiner Bonus. Ich mache jetzt ja wieder diese Top-10-Teile und habe dann noch gesagt, hey Leute, ich kann euch da perfekt mit reinwursteln. Und da haben sie sich natürlich gefreut, ja. Und zack, guck mal da. Schä. Dieses Knife hier wird, so wie das letzte Knife, auch das aktuelle Twitch-Knife-Giveaway werden. Das heißt, wenn ihr das gewinnen wollt, einfach in den Livestream reinkommen und den Stream anhaben, um die Streamwährung zu sammeln. Die sammelt ihr über einen Zeitraum von X. Bis dahin hat man dann ganz viel von der Streamwährung gesammelt. Der Link zum Stream ist in der Beschreibung. Wir sind heute ab 22 Uhr live. Das heißt, kurzum, daran kann man kostenlos teilnehmen. Natürlich hat man Vorteile, wenn man Abonnent ist, weil man dann mehr Bubble Dollar in kürzerer Zeit sammeln kann. Aber auch als kompletter Free-User kann man in dieser Zeit ganz normal alle Bubble Dollar sammeln, um hier dran teilnehmen zu können. Und der erste von diesen ganzen Skins, den wir ausschließlich auf YouTube raushauen werden, ist die Nightmare. Das Giveaway wird genauso wie die anderen Giveaways auf YouTube auch funktionieren. Das läuft 10 Tage lang. Ihr seid in den 10 Tagen einfach so aktiv, wie es geht. Also schaut die Videos, kommentiert die Videos, pipapo. Wer schön kommentiert, ist mit im Gewinnerpool drin. Wer nicht da ist, wer die Videos nicht schaut, wer nicht kommentiert und so weiter, ist nicht im Pool drin. So einfach ist die Katz. Natürlich haben die Kommentare auch eine gewisse Qualitätsuntergrenze. Also wer einfach nur unter jedes Video Hi schreibt oder sowas, der ist natürlich auch nicht mit dabei. Ja, das ist ja nicht echt. Ich stelle eigentlich in all meinen Videos eine Frage oder es gibt irgendein gewisses Thema, über das ich spreche oder sonst was. Und da kann man dann einfach ein, zwei Sätze drauf antworten. Fertig ist der Lack. Für so einen leckeren Skin, ich denke, da kann man sich nicht beklagen. Auf YouTube muss man auch kein Abonnent sein, um hier mitmachen zu können. Einfach nur aktiv sein. Ja, Videos schauen, kommentieren. Wenn man will, noch bewerten. Wobei es natürlich umso besser ist, wenn man die Bewertung ausschreibt. Also damit ich weiß, was jetzt einem vielleicht nicht gefallen hat. Wie auch immer. Skin Baron kennt ihr ja, ne? Die Seite, wo ihr eure Skins für echtes Geld verkaufen könnt, um dann eben echt Geld in der Hand zu haben. Hier haben wir die dicken Skins eben herbekommen. Wenn ihr jetzt irgendwas Spezielles haben wollt, zum Beispiel bei den Gewehren, AWP, Dranglore, vielleicht jetzt ein dummes Beispiel, aber naja, dann seht ihr hier die Angebote, die es gerade gibt auf Skin Baron. Guck mal, dafür 777 Euro kann man schon zuschlagen. Na komm, wir nehmen jetzt mal irgendwas, was man wohl eher suchen würde. Eine Hyperbeast zum Beispiel. Hatten wir heute übrigens auch im Angebot, aber Hyperbeasts haben wir schon so viele verschenkt, da dachte ich mir, komm, wir müssen mal so ein bisschen Abwechslung schaffen. Und schon habt ihr hier die ganzen Hyperbeasts vor euch. Könnt ihr auch noch sortieren, also nach hier, ne? Zustand, pipapo. Oder ihr könnt hier drüben einen Preis einstellen, wie ihr wollt. Minimum und Maximum, ihr könnt hier die Wear einstellen, Extras hinzuschalten, Seltenheit und so weiter und so fort. Man kann hier wirklich sehr stark ins Detail gehen. Ja, und dann kann man sich halt was Schönes aussuchen. Natürlich könnt ihr die Skins auch immer im Spiel untersuchen. Und schon könnt ihr gucken, ob da was Schönes für euch dabei ist. Ich finde es von Skin Baron wirklich geil, dass wir da schon so lange so krass verpartnert sind mit den Boys und Girls. Und dass wir jetzt schon wieder sowas richtig Edles, Dickes bekommen, ist wirklich hammermäßig. Hiermit können wir wirklich einige Giveaways machen, das wird ein Riesenspaß. Also nochmal kurz zur Klarstellung. Das hier, die Waffe, die Nightmare, gibt es auf YouTube für euch. In 10 Tagen wird auspaldobert, wer der Gewinner ist. Das werde ich einfach in irgendeinem Video ansagen. In irgendeinem Video. Könnte ein Apex-Video sein, Sims-Video, Counter-Strike, Battlefield, ein Video, wo ich kacke oder so. Ja, kann alles sein. Darum sollte man nach diesen 10 Tagen nochmal maximal 3 Tage vielleicht länger so genau wie möglich die Videos schauen, um das mitzubekommen. Keine Sorge, ich flüstere das nicht irgendwie. Ich sage immer so, und jetzt zum Gewinner. Das ist übrigens der XY. Schreib mir hier in die Kommentare, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Bla bla bla. Und viel Spaß mit deinem Skin. So sage ich das an. Also ich glaube, man kann das nicht verpassen. Man kann das wirklich nicht verpassen. Außer man schaut halt die Videos nicht. Ist möglich. Aber das ist halt unser Skin-Geierschutz, den wir uns als Community ausgedacht haben. Weil die Skins für die Community sind und nicht für irgendwelche Gauner. Ja, und dieses Knife, das Gut-Knife-Doppler, gibt es, so wie das letzte Knife auch, eben auf Twitch. Es ist für alle erreichbar. Ihr sammelt einfach Bubble Dollar. Ihr müsst dafür mindestens 2000 Bubble Dollar sammeln. Easy machbar, ihr habt 1,5 Monate Zeit. Das heißt, ihr könnt den Stream einfach anmachen, auf dem Handy, auf dem Fernseher oder sonst wo auf dem Tablet und einfach mitlaufen lassen, ohne jetzt wirklich dabei zu sitzen. Und schon bekommt ihr Bubble Dollar. Und zwar alle 5 Minuten bekommt ihr 5 Bubble Dollar. Falls ihr noch aktiv sein solltet im Stream, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, weil wir halt immer viel Spaß haben, ich immer auf die Kommentare und so weiter eingehe. Also ich lese euch so aktiv mit, wie ich auch Kommentare beantworte. Ich lese alles, außer mir geht man was durch, weil ich mich jetzt gerade im Spiel konzentrieren muss. Aber ich bin wirklich sehr oft in den Kommentaren, vielleicht sogar etwas zu oft. Viele regen sich darüber auf, dass ich halt im Spiel diverse Male
gerade verkackt, weil ich halt gerade Kommentare lese, während ich spiele. Naja, wenn ihr in diesem Stream-Kommentar oder in diesem Stream-Chat, das ist ja eigentlich eher ein Chat und kein Kommentar, wenn ihr in diesem Chat seid, dann bekommt ihr nochmal einen Bubble-Dollar-Bonus obendrauf. Und wenn man Abonnent ist, dann bekommt man nochmal das Doppelte obendrauf. Also damit kann man dann richtig einfahren. Aber ich meine, immerhin kosten Abonnements auf Twitch ja auch was und davon muss man ja auch was haben. Aber man kann es auch ohne Abonnement schaffen und das ist ja ganz wichtig zu sagen, ja, weil viele sind ja dann doch irgendwie eher jünger oder haben gerade nicht so viel Geld, wie auch immer. Und ja, es ist für alle offen. Hasselt ordentlich rein. Der Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung und ich werde ihn auch ganz oben anpinnen, also den Link zum Livestream. Da könnt ihr einfach draufklicken, heute ab 22 Uhr geht's rund. Soweit, so gut und hier kommt mal wieder eine kleine Frage, auf die man kommentieren kann, falls man hier auf YouTube aktiv sein möchte. Und zwar, wie viele Freunde habt ihr aktuell auf Steam? Und vor allem, legt ihr Wert darauf, viele Freunde zu haben, also um eben auch mit diesen Freunden öfter mal dann Spiele spielen zu können, um viele Leute zu haben, falls jemand keine Zeit hat? Oder spielt ihr generell eher alleine und es ist euch an sich wurscht, wer da ist und wer nicht, beziehungsweise eure drei besten Freunde sind da, aber der Rest ist egal. Wie sieht es bei euch aus? Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut! Ich fange jetzt dann gleich an zu streamen. Haut ordentlich rein. Ciao, ciao!